da wir heute weitermachen, das ist ja E3-Woche auf High Five und High Five Live. Und da steht ja Nintendo und Square Enix heute als Pressekonferenz an. Was liegt da näher, als Prügel-Nino einzuladen? Ja, eben. Ja, eben, ne? Ja, genau. Der uns da wahrscheinlich mit unglaublich vielen Infos versorgen wird und kann, hoffe ich zumindest. Ich hoffe auch, ja. Bist der da der Crack im Gegensatz zu uns? Man nennt mich auch Nino Tendo. Richtig. Und jetzt muss ich noch irgendwas albernes mit Square Enix, Square Kerlnix. Kerlnix ist aber oder super. Den gab es bestimmt auch bei Asterix. Ja. Genau. Kerlnix. Also wir begrüßen euch natürlich hier alle im Chat, die ihr fleißig erschienen Hallo. Seid. Ich sehe schon, im Chat geht es nämlich schon seit geraumer Zeit ziemlich ab. Das habe ich in der Form auch noch nicht überlebt. Super, glaub, super. Das müssen dein Bart. Was? Mikro runter? Ja, oder dein Hemd gerade ziehen oder irgendwas. Mein Hemd gerade. Weil dieses Kabel halt ständig im Bart hängt. So? Wir haben uns gestern wir waren ja gestern in Berlin, Julius und ich, und hatten unglaublich viel Zeit, um unglaublich viel Blödsinn zu machen und reden. Und wir haben uns dann auch ziemlich lange über Bärte unterhalten. War ganz gut. Unter anderem erzählte er mir, dass er bei einem Barbier sogar war, um sich dort beraten zu lassen. Und das Gespräch dauerte so 2 Stunden. Und er kam dann raus und sagte, der hat bestimmt total wichtige Infos gedroppt. Blöd, nur dass er halt kein Wort verstanden hat. Weil der Barbier irgendwie scheinbar schlechtes Deutsch sprach. Ja. Es ist mein T-Shirt. Ja. Das wollte ich gerade sagen. Das ist nämlich der problematische Revenge Bart. Of the Shirt. Der ist überhaupt gar nicht problematisch, der Bart. Ich habe, hoffnungsloser Optimist, wie ich ja bin, mir extra noch mein Zelda-Shirt gerade angezogen, in der Hoffnung, dass, dass da noch was passiert heute. Ja, das hoffe ich doch. Das wäre natürlich der Wahnsinn. Also ich meine, die Hitdichte, wir haben ja gerade eben schon, bevor wir losgelegt haben, kurz drüber gesprochen, ist ja jetzt schon bei der diesjährigen E3 immens. Ja. Also ich glaube, da wurden schon viele Erwartungen übertroffen. Auf jeden Fall. Auch so als neutraler Beobachter, also selbst wenn man jetzt eben nicht auf Brands wie, weiß nicht, zum Beispiel Final Fantasy VII steht oder Final Fantasy steht, ist das natürlich schon eine ganz schön große Sache, die da gestern passiert ist. Und dann noch so Dinge wie The Last Guardian, wo ich ja sagte, okay, also wenn es dieses Jahr nicht mehr passiert, dann passiert es wahrscheinlich gar nicht mehr. Also ganz viele Dinge, die, glaube ich, echt einige Leute nicht auf dem Zettel hatten, wurden da dieses Jahr auf der E3 bislang schon enthüllt und dementsprechend hoch ist jetzt die Vorfreude auf und die Erwartung an die 2 Konferenzen, beziehungsweise die eine Pressekonferenz und die Nintendo, das Nintendo Digital Event, das uns jetzt dann bevorsteht heute Abend. Bin da auch sehr gespannt. Ich weiß zumindest, dass sie ja, glaube ich, nichts über die NX-Konsole sagen werden. Das war so mein Stand und auch nichts über Mobile-Phone-Dinge. Wäre schön. Ja, habe ich auch kein Problem mit, weil das war ja gestern bei der EA schon plötzlich so ein Tal-Fahrt-Dings. Hallo, Pelé war da. Pelé war da. Wir haben ihn alle mit Roberto Blanco verwechselt. Ach, bitte euch, ihr seid aber auch echt Amateure. Ich habe ihn gar nicht verwechselt. Ja. Ich habe gar keinen Namen gewusst. Ja. Ja, und dann eben Square Enix, da bin ich auch gespannt. Ich habe da Just Cause 3 auf dem Schirm. Ach, Just Cause 3, das ist ja alles jetzt egal. Aber Final Fantasy 7, ey. Und mir war es nämlich gestern tatsächlich, als zwar Final Fantasy Kenner ist der es zumindest gespielt hat, aber längst nicht sich nur im Ansetzen so auskennt wie du, als da dieser Trailer kam, ich dachte mir, das könnte Final Fantasy sein, aber wenn du dann dich nicht so gut auskennst und plötzlich schreist Final Fantasy und die Leute im Chat sagen dann, Heider. Es war ja schon im Vorfeld klar, weil man auf der Bühne ja auch diesen angedeuteten Lebensstrom gesehen hat, der halt sehr, sehr symbolisch für Final Fantasy VII steht. Also da war halt schon klar, okay, da kommt jetzt irgendwas mit FF7 und ich meine, in der Vergangenheit wurde die FF7-Fangemeinde ja oftmals so ein bisschen getriggert. Also man hielt der immer mal wieder so die Wurstangel vor die Nase und dann war es dann aber irgendwie doch nur ein Mobile-Ableger oder ein Film oder irgendwas. Oder dieses PC-Ding. In Anführungszeichen. Und insofern war ich da erstmal wahnsinnig skeptisch, zumal ich ja sowieso, was ein Final Fantasy VII Remake betrifft, schon immer sehr skeptisch war. Und ich ja immer, wie es auch in dem Video, das wir vorhin auf High Five hochgeladen haben, die Meinung vertreten habe, dass ich eigentlich kein Remake möchte. Mhm. Weil meine große Angst ist immer war, dass einfach dieser Charme, den das Ur-Final Fantasy VII aus dem Jahr 1997 transportierte, bei einem Remake verloren geht. Ja. Und das hat sich Square auch so ein Stück weit selbst auf die Fahnen zu schreiben, weil sie ja doch die ein oder andere Portierung oder das ein oder andere Remake, das jetzt in den letzten Jahren kam, relativ lieblos, möchte ich es mal sagen, auf den Markt geworfen haben. Und das natürlich dann immer so den faden Beigeschmack von Kuhmelken bzw. Markemelken mit sich bringt. Aber ich habe da jetzt meine Meinung echt so ein bisschen geändert. Ich bin da ultra gehypt, weil die Herangehensweise ja ganz offensichtlich eine völlig andere ist. Nämlich, dass man sich von diesem Look des Ur-FF7, das ja sehr verspielt war, total verabschiedet und da ganz neue Wege beschreitet. Und das erinnert, was man bislang gesehen hat, erinnert halt frappierend an Advent Children,
also an den Film oder eben auch an das Design aus Final Fantasy 15. Und damit kann ich mich halt schon anfreunden. Also wenn man sagt, man belässt es bei dem Ur-FF7 für die PlayStation 1, mhm, mit dem, wie es war, mit dem, wie es funktionierte, mit dem, wie es aussah, und sagt jetzt, okay, man macht es neu, mhm, aber wirklich komplett neu, ja, dann ist das was, womit sich, glaube ich, auch Kritiker und Skeptiker vielleicht ganz gut arrangieren können. Wobei sich da natürlich wieder die Frage stellt, was ist mit den Leuten, die Final Fantasy VII zu dem Meilenstein gemacht haben, der es dann wurde? Mhm. Also namentlich Hironobu Sakaguchi, der ja inzwischen bei Mistwalker auf Honolulu arbeitet. Mhm. Oder natürlich auch die Komponistenlegende Uematsu-san. Mhm. Seine Musik hört man ja schon. Ja, genau. Sie kommen halt nicht im Trailer vor. Und das finde ich schon so ein bisschen komisch. Irgendwie, natürlich, sie sind beide nicht mehr bei der Firma. Ja. Aber schwierig. Denn ja, es ist ja mehr oder weniger ihr geistiges Eigentum, also vor allem die Musik. Also meiner Meinung nach sind halt die Big Four, sind halt einfach Tetsuya Nomura, Yoshinori Kitase, Hironobu Sakaguchi und Nobuo Uematsu. Das ja, sind halt einfach so die vier Zugpferde von FF7. Ja. Und zwei fehlen halt einfach. Und insofern bin ich da gespannt, wie sich das entwickeln wird. Für Nomura, der ja jüngst noch auf Final Fantasy 15 saß, mhm, den man davon abgezogen hat, damit er in Ruhe Kingdom Hearts 3 machen kann, mhm, ist das natürlich jetzt der absolute Ritterschlag. Denn ja, Final Fantasy VII war sein erstes Spiel in der Final Fantasy Chronologie, bei dem er für das Character Design verantwortlich zeichnete. Und er steuerte auch einen Teil zur Story bei und okay, zu diesem Komplettkonstrukt. Und jetzt zu sagen, lieber Nomura-san, dein Baby, mach it, das freut mich für ihn ja, unglaublich. Und natürlich ist das eine Bürde, ja, also ja, das ist, ich glaube, die müssen so einen unglaublichen Druck verspüren, so einen Leistungsdruck, weil sie müssen jetzt delivern, ja, das Ding darf halt nicht floppen. Und man darf sich jetzt, glaube ich, auch nicht zu sehr von diesem Trailer blenden lassen. Ich meine, ich war auch geblendet, ich bin einfach ausgerastet. Ich habe mich einfach gefreut und ich wollte auch mal ganz bewusst nicht den Skeptiker raushängen ja, lassen, sondern ich wollte einfach mal, wie beim Star Wars Trailer, ja, ich wollte einfach mal sagen, geil, ja, super, das sieht toll aus, das habt ihr super inszeniert, das ist einfach Gänsehaut und finally the promise was made und ich, also wie geil und Barrett marschiert da rein und klaut und das ist, ja, Midgar sieht aus und das ist ja, alles und dieser Spielplatz mit der Rutsche und es sind einfach so viele Kleinigkeiten aus der Urversion, die perfekt in dieses neue, mhm, hochmodern aussehende Setting adaptiert wurden, ja, das ist einfach eine wahre Freude. Also ich bin wahnsinnig gespannt, eben jetzt auch darauf, was bei der PK von Square Enix passieren wird. Ja. Das stimmt allerdings. Jules, du hast es ja, glaube ich, nie gespielt, ne? Ich bin da noch gar nicht so. Also vielleicht mit dem, kann ich damit mal anfangen jetzt. Vielleicht kann ich damit mal anfangen mit dem Remake. Ja, solltest du auf jeden Fall. Schon so ein bisschen, auch wenn man immer sagt, so ja, Grafik ist nicht alles und so, stimmt natürlich auch, aber es schreckt einen natürlich dann schon so ein bisschen ab, wenn man halt nicht, sag ich mal, diese Kindheitserinnerungen damit verspürt, ja, dass einem das dann völlig egal ist. Wobei man halt sagen muss, dass gerade bei Final Fantasy VII kommt halt hinzu, dass es für viele nicht nur einfach diesen nostalgischen und sentimentalen Wert hat, sondern Final Fantasy VII ist halt meiner Meinung nach der JRPG-Genre-Vertreter, der dazu beigetragen hat, maßgeblich, dass dieses Genre eben auch in den westlichen Breitengraden einfach größer geschrieben wird. Das war einfach dieser Sprung von FF6, vom Super Nintendo bzw. vom Super Famicom auf die PlayStation 1. Mhm. Das war halt für dieses Genre JRPG war das halt unglaublich wichtig, mhm, um sich eben auch außerhalb von Japan zu verbreiten. Und allein deswegen bin ich halt der Meinung, dass man dieses Spiel als jemand, der sich mit Videospielen beschäftigt, schon mal gespielt haben sollte. Ja, auch weil es gerade, also nicht nur für das JRPG, sondern allgemein für das narrative Videospiel, weil es halt in Sachen Storytelling hat es ja komplett Meilensteine gesetzt. Ich habe da ja auch viel drüber gelesen im Zuge meiner Bachelorarbeit dann. Irgendwie mit dem Tod eines Hauptcharakters und so. Ja. Oh je, yeah, was habe ich geheult. Ja, also das ist halt einfach, das war halt so ein First mit dem Spiel. Ja, schau mal hier. So. Ja, das Ding hat so viele neue Reformen irgendwie durchgesetzt und so viele Dinge einfach toll und richtig gemacht. Ich meine, am Ende des Tages ist natürlich auch vieles Geschmackssache. Es ist halt sehr japanisch, natürlich, klar. Gerade was die Story betrifft, mit dieser ganzen Gaia-Theorie und ja, dem Lebensstrom und Sephiroth und dem Baum des Lebens und dieser ganzen Mythologie, die dahinter steht und diesen ganzen Metaphern und dieser Symbolik und diesen ganzen Motiven, die da einfach eingebettet wurden in diese Handlung. Das ist wahnsinnig tiefgründig, wahnsinnig komplex und ich beschäftige mich ja seit 97 mit diesem Spiel einfach. Ja. Und mit diesen ganzen Charakteren und der Hintergrundgeschichte und all den Theorien, Mythen und Interpretationen.
Deshalb, für mich ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Ich freue mich da jetzt riesig drauf. Bin gespannt. Aber wie gesagt, ich sage jetzt nicht, Hype, das wird das beste Spiel der Welt, sondern jetzt muss Square natürlich diesen extrem hohen Erwartungshaltungen gerecht werden. Ja. Und ich hoffe natürlich auch, dass es kein zweites FF15 wird. Also, dass es kein Spiel wird, das sich jetzt irgendwie über Jahre in der Produktion hinziehen wird, sondern dass man halt wirklich sagt, okay, nächstes Jahr auf der E3 ist es halt anspielbar, irgendwie so. Wobei es mich nicht wundern würde, ich habe da so meine Quellen, wenn es nachher bei Square in der PK Ingame-Material zu sehen gäbe. Das wäre natürlich... Ja. Da muss ich dir gleich noch eine Frage stellen. Jetzt lese ich bloß gerade von Manga Monkey. Wir müssen, und das in Caps Lock geschrieben, aber völlig zu Recht, Captain Goomba und Toad aufheben. Das ist die verdammte Nintendo Pressekonferenz. Ja, das ist richtig. Captain Goomba sitzt da hinten, Toad ist hier, ist gut drauf. Glaubst du eigentlich, dass das... sorry, Flo. Ja, natürlich. Glaubst du, dass das... also Final Fantasy VII war doch schon auch viel so für jüngere Spieler, sage ich mal, Nö, oder? Finde ich nicht. Fandst du gar nicht? Mhm. Aber es gibt doch extrem viele Jüngere, die das gespielt haben. Ja, natürlich. Ich war auch jung, als ich es gespielt habe. Aber ich finde, mit Final Fantasy VII verhält es sich halt so wie mit einem Ghibli-Film. Also das funktioniert halt auf einer Ebene für Kids genauso gut wie auf dann einer Meta-Ebene für Erwachsene. Also wenn man sich wirklich mal mit dem beschäftigt, was das jetzt alles soll. Ja. Eben allein mit diesem Charakter Sephiroth, der halt so vielschichtig ist, dann funktioniert das halt für einen Erwachsenen sehr, sehr gut, aber natürlich auch für einen jungen Spieler. Klar, war mir damals, als ich das Ding 97, da war ich 13, habe ich auch noch nicht das alles mit der Kabbalah verstanden und mit diesem ganzen Baum des Lebens und diesem ganzen Kram. Das kam dann erst in Jahren später oder auch mit Bugenhagen. Und da gibt es ja so viele Querverweise und Anspielungen und auf Religion, auf Philosophie. Es ist Wahnsinn. Ich meine halt nur, weil der neue Trailer wirkte halt so für mich sehr erwachsen. Ja. Also das könnte sein, dass das vielleicht weniger dann auch... Aber genau das finde ich ja gerade gut, weil eben auch... Ich auch, ich finde es auch interessant dadurch. Die Spieler der Urversion sind ja auch erwachsen geworden, die sind ja mitgewachsen. Und ich glaube, dass das jetzt für die halt auch einfach der Anreiz sein kann, das eben nochmal anzufassen. Mhm. Und für die heutige Generation, so krass es auch klingt, die kannst du mit so einem Kopffüßler-JRPG, kannst du die nicht mehr an ein Genre heranführen. Ja. Die sind halt einfach durch diesen ganzen Call of Duty Uncharted-Bombast, sind die, was die Grafik, was die Optik, was die Technik betrifft, so verwöhnt, dass du da nicht erwarten kannst, zumindest nicht außerhalb Japans, diese Generation von Spielern an ein JRPG ranzuführen, das so aussieht wie FF7 damals. Glaube ich halt nicht. Und deswegen kann es meiner Meinung nach, was ein mögliches Remake und eine Herangehensweise an ein mögliches Remake von Final Fantasy VII betrifft, nur diesen Weg geben. Was mich jetzt da interessieren wird, was klar jetzt den Grafikstil und so angeht, alles völlig neu und so und auch begrüßenswert irgendwo, weil es eben nicht irgendwas schnell hingeklatscht ist. Was würdest du jetzt sagen, wenn das Ding einfach so ein komplettes Reimagine wäre, zum Beispiel, dass sich auch Dinge in der Story ändern würden? Das wird unglaublich schwierig. Also erstens glaube ich das nicht. Okay. Und zweitens, es wird ja auf jeden Fall an das FF7-Universum angedockt. Mhm. Es wird ja kein Standalone-Projekt einfach werden. So, und das Universum von Final Fantasy VII ist ja ziemlich groß. Es ist ja nicht nur das Spiel, es ist Crisis Core, es ist Before Crisis, es ist Advent Children. Es gibt Romane dazu, die Side-Stories erzählen. Insofern ist es halt, Dirt of Severus gab es auch noch für die PlayStation 2. Also das Ding ist riesengroß, deswegen wäre es unfassbar schwierig, da jetzt storymäßig plötzlich neue Wege einzuschlagen. Deswegen glaube ich schon, dass sie sich gerade was die Handlung betrifft, sehr strikt an das halten, was die Vorlage hergibt. Und ich sehe auch A, keinen Grund und B, keine Veranlassung dazu, das zu ändern. Also warum sollte man die Story ändern? Denn die Story ist ja auch einfach maßgeblich an dem Erfolg von Final Fantasy VII beteiligt gewesen, weil es einfach eine super Geschichte ist. Das ist jetzt, wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, dass das so angedockt wird, dass es eben nicht als Standalone-Dings geht. Glaube ich halt nicht. Also ich meine, dazu gibt es auch keine Infos, aber das wäre, glaube ich, fatal von Square Enix, wenn sie sagen würden, wir tauschen da jetzt den Bösewicht aus oder wir ändern da jetzt was an der Mythologie irgendwie oder an den ganzen Hintergründen. Ja. Denn das macht FF7 ja so unglaublich unverwechselbar. Ja. Hallo Marco! So, besser später als nie? Ja, ich habe übrigens. Mikro ploppelt auch so an den Hals. Gefährlich. Warte mal kurz, hier steht Flo Halt Extrem Mikro umschalten. Flo Halt? Mike ist im Vordergrund, gerade im Vordergrund. Ich don't know. Was Echt? Ist gerade mit dem du meinst Sound vielleicht nicht. Vielleicht. Marco, bitte geh nur nicht aufs Klo. das Klo. Ja. Wartet mal. Ja, Marco hört sich das mal an. Ich kann mich ja selber nicht hören. Euer Sound ist kacke, Markus Mikro.
Oh Gott, das tut den Ohren wie Hall. Wieso kannst du dich selber nicht hören? Marco, du bist zu laut. Ich kann wieder schlecht selber pegeln. Wieso? Soll ich dich pegeln kurz? Ich sitze ja nicht neben Flo, während er redet. Soll ich dich kurz pegeln? Möchtest du? Der Julius ist ja schon gepegelt. Der Marco pegelt sich jetzt selbst live. Hallo? Oh Gott, ich bin wirklich laut. Das ist auch eine Premiere, Marco pegelt sich selbst. Marco pegelt sich selbst, ja. Ja, das ist eine Premiere. Wie viele Leute schauen uns eigentlich gerade zu? Beim Pegeln, momentan 885. Super, fast 1000 Leute schon wieder. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das noch drauf ist. Ich glaube, das ist okay. Also, freue mich sehr. Wenn es zu laut ist, dann pegel ich mich nochmal oder der Julius. Ja, sag uns das gerne einfach. Das heißt, aber ich würde dir, glaube ich, vorschlagen, das, diesen Anstecker an den Schal zu machen, oder? Ist das nee, besser, dann schrubbelt das ja noch mehr. Also schrubbelt es doch immer an deinem Dekolleté. Hat das wirklich an meinem Maurer-Dekolleté? Ja. Dein Maurer-Dekolleté. Das Maurer-Dekolleté ist eigentlich was anderes. Das wäre scheiße. Ja, das wäre nichts. Das sehe ich mir ja selber. Ja. So. Ich muss kurz auf ein bisschen Feedback. Ja, Tonfeedback. Gebt uns Tonfeedback. Zu laut, perfekt. Alle zu leise. Alle zu leise. Marco, pegel dich härter. Ja, genau. Marco pegelt sich. Teil 2, Marco pegelt sich härter. Ah. Ja. Mann. Marco pegelt sich härter jetzt erst recht. Wollte ich gerade sagen. Ja. Voll gut. Ja, also so viel zu Square. Übrigens, das war die nächste Frage. Ja, tatsächlich. Es passt wieder sehr gut zu Square. Denn ich bin vorhin zur Poststelle gegangen, bevor die Jungs heim sind. Und habe dieses Paket hier rausgezogen von Square. Was ist das denn? Und dann erinnerte ich mich, ich wollte es aber live mit euch zusammen aufpacken. Ja, natürlich. Ja. Denn das ist toll. Das hat zwar nichts mit Final Fantasy VII zu tun, aber. Ich glaube, ich habe sie gerade alle umgebracht. Auf jeden Fall hat es was mit Final Fantasy zu tun. Sorry, ich habe den kurzen Moment vergessen, dass ich ein Mikro benutze. Ihr seid vom Grundpegel viel zu leise im Vergleich zu den anderen Streams. Entschuldige. Ja. Wir tun, was wir können. So. Ihr könnt auch gerne mal weiterziehen, weil ich glaube, das dauert noch ein bisschen hier. Ja, ich freue mich auf. Ich will was von Hitman sehen. Von Square. Ja. Das ist mein persönliches Highlight bisher. Ernsthaft? Ja. Also dann haben wir quasi dich mit Hitman, Nino mit allem, was Final Fantasy zu tun hat. Und Zelda. Und natürlich möglicherweise Zelda. Ich muss mich da jetzt täuschen, aber ich habe heute Morgen irgendwie ein Teaser-Bild oder sowas zum neuen Hitman gesehen. Ja, also kann sein. Ich habe heute Morgen geschlafen. Okay. Nein, also einfach das ist die größte Überraschung. Also es gibt ein paar Sachen, über die ich mich halt auch sehr freue, aber Hitman war so eins Glas. Von den Sachen. Glas. Das ist schon kaputt. Ja, das ist kaputt. Aber ich war es nicht. Gut, dann kann man jetzt nicht mehr nackt über den Boden rollen. Oh. Hat sich jetzt hiermit erledigt. Ja. Aber das ist noch Final Fantasy X. Das können wir retten. Alles okay. Ja. Mensch, die Kollegen von Square, da packen sie so einen popligen Bogen Blubberfolie rein. Ist zu wenig. Aber wir können das retten, wir tun es in einen neuen Rahmen. Aber die hier sind unbeschädigt. Ja, und Scherben bringen ja bekanntlich Glück, ne? Ja, so. Ja, das im Arm. War das so? So, schau mal hier. War das nicht irgendwas mit keinem Sex mehr für viele Jahre? Nein. Was ist, wenn du Spiegel kaputt machst? Wir sind auf der. Wir sind, schau mal hier. Spiegel, genau. Das, Spiegel. Schau mal, das sind hier auf Rahmen gezogene Artworks von Final Fantasy X. Da haben wir einmal Yuna und dann haben wir hier Yuna und Tidus. Schau mal, wie schick die aussehen. Geht schon los mit den Tempo, nee, ich dachte gerade, sie wollen kurz Loading spielen. Und hier haben wir nochmal das Key-Visual von Tidus. Okay. Toll. Oh, Glas, Vorsicht. Die sehen unfassbar gut aus. Die sehen aber wirklich unfassbar gut aus. Die haben echt gute Farben auch. Ja. Du. Und in dem Glasrahmen ist nochmal dasselbe Motiv wie das hier, nur kleiner. Und ich muss dann aber erst das Glas beseitigen und das in einen neuen Rahmen ziehen. Flo ist ja zu leise, schlammt schon 10 Leute. Keine Ahnung. Du bist, weil du nichts sagst. Und hier gibt es auch noch den Soundtrack. So, das gibt es demnächst zu gewinnen, nämlich bei mir. Ja, da hatten schon ein paar geschrieben, verlosen! Ja, das mache ich auch. Das wird nämlich so das kleine Abschiedsgeschenk, bevor ich mich in die Ninotaku Sommerpause verabschiede. Das lasse ich mir eingehen. Gibt es davor noch diese Artworks zu gewinnen? Du haust es eh raus. Entschuldige, lauter Flo, du haust es eh raus, Nino. Ja, ich glaube, wir müssen mal. Weil ihr habt ja ungefähr eine ähnliche Lautstärke, weil ich das gleiche Mikro habe. Ich habe ein anderes Mikro und einen anderen Sender. Pegel doch mal den Flo ein. Ein bisschen. Und gib mir mal das Artwork. Oh. So. Dass ihr keinen Quatsch damit macht. Aber Nino weiß nicht genau, wenn er mir das Artwork gibt. Jetzt muss der Papa das wieder machen. Ja, eben, genau. So, ich bring das hier mal raus. Und da liegt doch noch Captain Goomba. Au, Glas. Pass mal auf. Ja, bevor sich hier noch jemand schneidet. Muss mal aufpassen. Also gibt es auf jeden Fall zu gewinnen. Ja, hier steht nämlich auch, Nino macht echt die geilsten Gewinnspiele, da muss ich Ja, aber das mit diesem Gewinnspiel, das ist ja mir halt auch so ein Bedürfnis, weil
ich habe das ja schon öfter gesagt, diese Community, diese Ninotaku-Community und natürlich auch die High-Five-Community, die ist halt wahnsinnig lieb und die ist so unglaublich engagiert und tolerant und die posten und kommentieren und liken und machen und tun und das ist einfach so ein Stück weit was von zurückgeben. Ja. Aber du hast ja neulich auch diese drei Nintendo DS, 3DS ja. Pokémon Editions, da sind die ja auch abgegangen wie Nachbarslobby. Ja, voll, also das hat echt gezeigt, dass das Pokémon halt einfach immer noch sehr, sehr beliebt ist. Soll ich noch was sagen? Ja, bitte. Und aber Nintendo war dann aber auch so nett und die haben dann ja nochmal Sachen geschickt. So, das Ganze ist mir. Stimmt, du hast ja nochmal welche bekommen, ne? Richtig. Bevor ich es kaputt trete. So, ja. Vorsicht, da ist noch Plastik. Oh ja. Jetzt ist Nino zu laut. Nein, das kann doch nicht also sein. Also jetzt langsam. Ihr nein. Übrigens jetzt hier. Lass mich erst mal machen, Leute. Ne? Der Julius, der ist dran, du. Lass den der Julius pegelt hart. Übrigens, geil, 1000 Zuschauer geknackt gerade. Super. Herzlich willkommen. Danke. Und danke auch nochmal für gestern, weil, wie gesagt, um 5 Uhr morgens oder um 4:30 Uhr morgens noch 500 Zuschauer mit dabei zu haben, das ist echt ein geiles Gefühl. Das ist wirklich toll. Ich dachte so 13 super, ja. Und dann waren es doch über 500. Super. Hammer. Wirklich geil. 1000. Also jetzt gerade sind wir bei 1016, das ist ja immer so, es wird ja nicht sekündlich aktualisiert. Super, aber freuen wir uns. Oh ja. Wann geht's denn los mit Nintendo jetzt eigentlich? Um 18 Uhr. Weniger als 8 Minuten. Genau. Ich bin gespannt, also ich bin wirklich gespannt. Natürlich was Zelda betrifft, aber auch was Star Fox betrifft, ja. Was möglicherweise Metroid oder, keine Ahnung, Donkey aber Kong, Metroid Kirby. Metroid würde ich total ausflippen. Ja, Metroid wäre toll. Ja, richtig geil. Was ist ich glaube, das ist aber ehrlich gesagt zu mutig. Ich glaube, das wird nicht passieren. Star Fox. Also nach gestern traue ich mich gar nichts mehr sagen. So nach von Last Guardian über Shenmue bis eben zu Final Fantasy bin ich jetzt mal ganz still, weil auf Nintendo sind jetzt nicht nur die für die großen Überraschungen bekannt sind, muss man ja auch sagen. Das stimmt. Außer es ist mal eine Tech-Demo und dann denkt man, oh cool, so sieht das nächste Zelda aus und dann sieht es halt doch nicht so aus. Ja, das was ich mir vorstellen könnte, ist, dass dieser neue 3DS-Shooter nochmal da vorgestellt wird, weil das scheint ja zumindest von der Idee her der Hit zu sein. Welcher? Es gibt so einen neuen 3DS-Shooter, der sehr nah angelehnt ist an dieses Metroid Prime Hunters. Mhm. Auf dem DS war das? Ach ja, aber das war, hatte das nicht so diesen, nicht so richtigen Story-Modus, sondern eher so ein bisschen so Baller-Ideen, war das? Das ist so ein Multiplayer, das ist ein reines Multiplayer-Ding, genau wie dieses Metroid Prime Hunters halt. Bin sehr gespannt. Und ich habe mir auf jeden Fall für den Fall Zelda übrigens schon mal Taschentücher zurechtgelegt. Kann dir das passieren, Leute? Ja, bitte? Kann dir das passieren, dass du dann ein Tränchen verdrückst, wenn es schön ist? Ja. Oder halt doch nicht für Tränen. Ja. Was? Doch, natürlich für Tränen, für was denn sonst? Ja. Pfui Teufel. Ja. Ja, da könnte es sein, dass ich weine, ja. Ich habe ja tatsächlich bei dem FF7-Trailer geweint. Das finde ich aber geil. Weißt du, weil wirklich, ich habe wirklich nasse Augen gekriegt. Das ist nämlich, finde ich, schon immer so, wenn man dann schon so seit Jahren hier irgendwo im Geschäft ist, wird man ja oft wirklich so zum Skeptiker, wie du vorher schon gesagt hast. Halt ja. Ja, und dass einen das dann noch so berühren kann, ist immer wieder schön zu sehen. Total. In der Form. Ja. Geil. Total. Könntest du auch weinen? Bei Star Wars habe ich ein Tränchen verdrückt. Tränchen verdrückt, das also saß dann, hat Sturzbecher da geweint. Ihr konnte auch nicht mehr aufhören. Verdrückt ist vor allem geil. Du hast doch mitgeheult, wir haben das doch auf Facebook, haben wir das doch festgehalten. Ja, ich habe mitgeheult, ja. Stimmt. Der Hammer. Bin aber auf nahem Wasser gebaut, ey. Lichtschwert, Heulkram. Ja. Das ist halt nur Star Wars, wird schon gesagt. Ja. Aber gestern war ja auch die Ankündigung Disney Infinity mit den Star Wars Sachen. Da waren Julius und ich knapp das Ende davon gesehen. Sieht witzig aus, die Boba Fett-Figur sieht halt witzig aus. Das stimmt. Ja. Ja, es ist auch okay. Also das Disney Infinity funktioniert ja auch gut. Ich meine, das ist ja ähnlich wie Skylanders, was das Ganze, sammeln sie alle hier, stellen sie drauf. Dann haben sie halt die geilen Marken, Disney jetzt. Jetzt das haben sie halt Marvel, sie haben Star Wars, sie haben eigentlich alles Relevante. Und dass das gemelkt wird, das war ja eigentlich klar, ne, im Vorfeld. Ja, muss ja, ne? Das aber ich bin jetzt mal wirklich auf Nintendo gespannt. Also wer ist denn euer Sieger so als Zwischenfazit bislang, was die PKs betrifft? Sony. Also erst waren wir alle Ubisoft, ja. Nach Microsoft, die ja geht so war. Ja. Und dann kam eben Sony und die haben vor allem in der ersten Hälfte halt wirklich rausgehauen ohne Ende. Danach war so ein bisschen, haben so ein bisschen Schwung verloren. So generell von der Machart fand ich Ubisoft fantastisch. Mhm. Mit deren Name mir jetzt nicht mehr einfällt, die gute Frau. Ashley irgendwas? Ashley irgendwas, Aisha also irgendwas Taylor mit amerikanisch. So. Aisha Taylor? Aisha. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Gute Aisha. Und die hat ordentlich, ne? Nee, aber das war richtig, das war halt kurz und knackig und nicht dieses nur PR-Gelaber. Ja. Das hat richtig gut funktioniert. Ich habe jetzt auch meine Zettel nicht mehr da, deswegen habe ich keine Ahnung mehr, was vorgestellt wurde. Ja, macht ja nichts. Aber blieb hängen auf jeden Fall. Und Sony blieb halt auch hängen. Sony war halt schon. Und ich kann mich gar nicht mehr erinnern, es war vor ein paar Tagen bei Come On oder es war hier live im Stream, wo wir ja auch mal so ein bisschen den Vergleich zwischen Microsoft und Sony gezogen haben, also was die PKs betrifft. Und dieser Vorgeschichte, dass ja eigentlich irgendwie immer Microsoft anfängt und vermeintlich ganz gut dasteht. Und dann kommt Sony und macht BÄM! Kann einem fast schon wieder ein bisschen leid tun. Und watscht die halt von der Bühne runter. Ja? Ich meine, das ist jetzt übertrieben formuliert, aber unterm Strich muss man halt einfach sagen, das, was Sony gezeigt hat,
Also gestern also ich war fand deine so Formulierung, die du vor dem Stream tatsächlich an den Tag gelegt hast. Da ich gesagt, die Watschen, die werden vom Stuhl gewatscht. Ja. Nicht ja vom Tisch. Ja. Die war okay hervorragend, aber die werden wir leider nie erfahren. Nee, die kann ich hier leider nicht nochmal. Wobei man Microsoft noch mal zumindest lassen muss, diese HoloLens, hast du die gesehen? Bitte? Dieses HoloLens, diese ja VR-Brille. Ja. Also da auf dem Tisch, dieses ja, das war krass. Weil, ja, auf alle Fälle. Weil ich erstmal so, fake und so, aber Marco hat mir dann erklärt, dass. Weil ja dieser Typ in der ja Kamera da stand. Und das war gesehen, schon was das krass, dass es in Echtzeit so gut ging. Genau, also es aber war quasi nicht gestaged. Und das ja schon. Aber ich habe mich vorhin nochmal mit Dave drüber unterhalten. Mhm. Er hat gemeint, man darf halt nicht erwarten, dass wenn man die Brille wirklich selber aufsetzt, also dass es wirklich so gut aussieht wie getrackt auf diesem Tisch mit der Steadicam. Also okay, das ist schon, wenn du es wirklich aufhast, wird es schon ein bisschen flimmern, wird es schon nicht ja gut das Gleiche meine, sein. Das ist ja bei Oculus wird das Tracking nicht immer so gut funktionieren zu Hause, weil der Tisch, den sie da auch stehen hatten, war ja perfekt dafür. Ja, klar. Das kommt alles ein bisschen zusammen. Aber insgesamt war ich unglaublich beeindruckt. Ja, das vor allem, weil das zu Minecraft so gut passt. Ja. Ja. Ist halt ein guter Start. Ich meine, es ist bei der Oculus Rift ja ähnlich, die dann halt erst mit, keine Ahnung, 480p Bildpunkten auftaucht und dann halt auch wieder noch geupgradet wird und so, dann ist es halt auch ein Unterschied. Also, dass die Technik halt schon mal gut funktioniert, ist halt eine gute Sache. Luft. Bei mir aber ist es halt immer so, die zeigen dann irgendwie sowas und ich denke mir dann auch, ja, das ist ja mega beeindruckend, ja, wie letztes Jahr auch irgendwie auf der E3, als dann der eine Kollege da auf der Bühne stand und diese Waffe zusammengebaut hat oder modifiziert hat, indem er einfach so Handbewegungen macht. Ich ja weiß gar nicht mehr, was war es denn? Sniper, Ghost Warrior, irgendwas? Das müsste. Ja, das war Ghost Recon auf jeden Fall. Sowas irgendwie. Das ist dann auch immer so, ich denke mir, boah, cool, das ist ja wirklich abgefahren und sehr beeindruckend, was da technisch möglich ist. Aber dann lässt es mich halt auch schon wieder los und denke ich mir, ich will aber bloß einen Controller. Ja, das und ist mehr nicht. Ich will nicht hampeln, ich will nicht ja stehen, ich will nicht tanzen, ich will nicht fuchteln, ich will einen Controller. Ich will auf der Couch sitzen und spielen. Vor allem dieses Jahr gab es ja kein Wort mehr zu Kinect. Dafür war doch, das war doch mit der Waffe, ne? Dass du Kinect hattest, ein Kinect hattest, erkannt. Mit Kinect, ja, genau. Ja, und ein Jahr später redet nicht mal mehr Microsoft von Kinect. Gar nicht. Naja, Abwärtskompatibilität, Freunde, ist das Zauberwort. Ja, da könnt ihr Kinect mal wieder schön aus dem Keller holen jetzt. Na, weißt du, wer über Kinect geredet hat? Ubisoft. Und zwar mit Jason Derulo! Was? Ach ja, stimmt. Jason Derulo war bei Ubisoft. Wie geil war das denn? Erklär mich auf. Wer ist denn Jason Derulo? Ich kenne nicht Jason Derulo. Nee, ich kann einer der angesagtesten Charts-Künstler, die es ja tatsächlich gibt. Der hat nein echt schlecht gesungen. Tatsächlich? Der hat nicht ja gut gesungen, du. No. Na, also wenn du eh schon so ein bisschen Falsett machst, dann bist das ist ein bisschen komisch. Ich finde eigentlich, du klingst gerade wie Robin How I Met Your Mother, wenn sie mit einem kanadischen Superstar redet. Richtig. Kann er kennen. Hä, stimmt. Ihr ja macht euch gerade lächerlich. Jason nein, Derulo überhaupt nicht. Jeder. Das ist einer der erfolgreichsten Künstler zurzeit. Ja. Also das heißt, jetzt spricht jetzt nicht für ihn, aber ja der ist halt unglaublich erfolgreich. Halte ich für ein Gerücht. Ja, okay. Okay, Jason Derulo kennt man nicht. Ja, ich mache mal hier noch meine Post auf, so lang. Ist sein Künstlername Lady Gaga oder sowas? Nein. Da auch hier er ist halt einer der, ja, wie soll ich sie nennen? Da müsste ich jetzt ein unflätiges Wort in den Mund nehmen. Und das machst du ja nicht, aber wie einer, wir alle wissen. Einer dieser Farbigen, die sehr viel Autotune benutzen. Bill Cosby? Schau mal, ein Death Note ist hier drin. Oh. Echt? Toll, schau mal, mit so einer Schreibfeder. Was für ein Death Note denn? Nein, ein Death Note halt. Halt ein Buch oder was? Nein, ein Death Note. Soll das hoffen, dass, nee, haben wir noch nicht. Also müssen ja klar, jetzt hab ich die absolute Macht. Ja, also jetzt seid ihr alle fällig. Du würdest nicht ja schreiben, oder? Jungs, oh, es geht los. Oh, es geht los. Ich mach mal auf 25. Ne, ist schon. Alter. Mach ruhig. Wir haben ja die Mikros, also könntest du ruhig lauter machen. Es geht los. Jason Duplo noch nie gehört. Mr. Iwata? Mr. Iwata? Oh, wow. Yes, we're ready to start filming the Nintendo Digital Event for E3 2015. Okay, thank you. I'll head directly to the stage. Mega gut. Deswegen liebe ich Nintendo halt einfach. Ja? Ist das geil? Ja, aber das die Puppe bewegt sich mehr als er. Das war's. Ja. Nintendo hat jetzt schon gewonnen. Reggie, are you ready for the digital? Kann man noch ein bisschen lauter machen, Marco? Noch lauter? Am Fernsehen? Nintendo 62. Achso, ihr könnt lauter machen, ja. Nintendo 63. Super. Nintendo 64. My puppet body is ready. So? Spitzenklasse. Der Reggie. Habt ihr den Gag gerade verstanden mit meinem Muppet Buddy is ready? Ja. Dieses Meme von ihm? Lauter bitte schreiben die PK, lauter. Noch lauter? Ist das lauter als wir? Das ist Marco Pegeln, ne? Ist nicht so. Ich weiß es, aber es haben nur zwei Leute. Das ist super. Geil. Hammer.
wenn die jetzt auf der Bühne moderieren. Er hat ein Star Fox T-Shirt an. Damit ist doch schon alles gesagt. Aber es haben nur zwei gesagt, Marco, ich bin nicht sicher. Mr. Miyamoto? Oh, yes. Okay, ready whenever you are, gentlemen. I just have to remember my words. Jetzt aber. Nächste Star Fox-Anspielung. Die Musik ist doch Star Fox 7, oder? Oder habe ich das falsche Erinnerung? Gut, Star Fox kommt. Aber wo ist der Frosch? Der Kameramann ist weg. Wie gut, ey. Hey, Fox, do a barrel roll. Yeah, come on, Fox, do a barrel roll. Yeah. Barrel roll? I can do better than that. Check this out. Entering Corneria's orbit. Super. 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 Hammer, Star Fox, freu mich, voll geil. Ich würde kurz sagen, ich bin gespannt zum Steuern. Spitze. Brauchen wir nicht reden. Also ein Grafikwunder wird es halt nicht. Nee. Das kann man schon mal festhalten. Aber dafür war Nintendo ja in den letzten Jahren sowieso nicht mehr so. Das Mario Kart oder so fand ich unglaublich cool. Genau, das Mario Kart ist neu, also von der Welt her einfach. Ich meine, das ist vom Stil her irgendwie ähnlich, aber das ist halt schon wirklich gut ausgemacht. Und ich finde Mario Kart 80 auch ein bisschen. Das meine ich nicht. Achso. 1300 Zuschauer, Dings. Kann man mal klatschen. Wuhu! Nintendo Fanboy! Also, Prequel. Und schon das überrascht mich. I live right by the Fushimi Inari Shrine. I've had a relation with this shrine since I was a child. Ich glaub schon. Because of that, I felt that I was always protected, as if it's my guardian angel. When I was a child, there was a TV show about fighter planes called Thunderbirds. That inspired me to make a game that had cinematic elements, with each character having a distinct personality and their own drama. That would be reflected in the dialogue and appear in scenes like where a cool character and enemies would appear. I'm here for a job, of course, and looks like I get to have a little fun. When it came to talking about details regarding how to make the main characters look and feel, we talked about all sorts of types of people. But ever since I was in school, I drew comics with caricaturized humanoid animals and decided that the characters in this game should be based off animals. I then talked about it with Imamura-san, the designer, and we thought about the fox image. Then I thought, let's try making a fox the main character. We're entering Corneria City now. When there's an arch, you want to go under it, right? That's the kind of game I wanted to make. Thinking about the shrine, ja, this place is known for the row of arches. So we went with this idea to create a game where you would fly through different arches. Star Fox is a game where you use a control stick, like the one you'd find on a plane. When you fly a real plane, you need to pull back on the control stick to fly up, right?
Similarly, you can use the gyro on the gamepad to look all around. Das macht ihn aber doch so sympathisch, dass er eigentlich so 100% hinter seinen Marken steht. Und hinter dem, was er tut. Like ja, ich finde ihn so sympathisch und so authentisch. Really macht halt nur das, worauf er Lust hat. Ja. For Wii U, with its two screens, we experimented with gameplay with ideas before this iteration of Star Fox. There were two screens that each serves a specific purpose. For example, we've tested using one screen for a more cinematic view and the other for gameplay. The Wii U gamepad has a gyro, and it's a big reason we decided to make this game. It's a cockpit view, so it feels like you're in the cockpit like this. You can aim by moving the gamepad around. In the other Star Fox games, you play by controlling your plane in third person on one screen. This time, the game world is shown on the TV, and you can focus in to aim on the gamepad. By using two screens, you can see yourself flying in third person on the TV while shooting down at the enemies below you from the cockpit view on the gamepad. You can be really immersed in the experience, so that's something I hope people can check out. Okay. On the Nintendo 64 system, you had to use a lot of buttons. But now, with the Wii U gamepad, you can use two sticks to do things like speed up and flip around. There's only one button to fire all the different weapons. So there are four buttons left, and with that, we thought, why not use these buttons to make the R-Wing transform? And let's use one button to do flips, and the other for a U-turn. The R-Wing transforming into a walker, that was in Star Fox 2. But since that game didn't make it out, I'm glad we were able to have it appear. The R-Wing transformation mechanic actually looks like it makes a lot of sense. There's the Landmaster. And also the Gyro Wing, which adds a lot of breadth to gameplay. With it, you can perform a lot of tasks as Fox. You can also play different stages with other vehicles, too. So I hope you'll have fun trying out courses with different vehicles, even after you clear the game. We've rebuilt the game using ideas from the past, but it's not a part 4 or part 5. It's not a remake, either, so we named it Star Fox Zero this time. The subtitle Zero was taken from how the kanji character looks in calligraphy. Star Fox is based off of the Japanese culture that inspired me, so I wanted people around the world to see this cool kanji character in the logo. When I saw it, it reminded me of a foxtail. We wrote the character with a brush and added the logo. It looks cool. Uns geschrieben? Wir sagen gerade nichts, deswegen hört ihr uns nicht. Der Motor redet jetzt mal ruhig. Ja, wir wollten ihn nämlich unterbrechen. Ja, wir wurden nämlich auch darauf hingewiesen, wir sollen doch ein bisschen durchhören. Aber jetzt können wir gern was sagen. Weil hier kommt Reggie. Nein, lassen wir Reggie ausreden. Ja. I'm Reggie Fils-Aimé, President of Nintendo of America. Einen Nachnamen eigentlich. We began today having a little fun imagining ourselves as characters in the Star Fox universe. But that opening was more than just fun. It also represents a theme you're going to encounter consistently throughout Nintendo's experience for E3. That theme is transformation. Recently, Mr. Iwata has made several announcements on how Nintendo itself is being transformed with expansion to Universal theme parks, mobile devices, and our new dedicated game platform, codename NX, which we'll tell you more about in 2016. Today, our purpose is more immediate, to focus on the transformations you'll be enjoying right inside your Nintendo gameplay in the coming months. If there's a secret to the longevity of Nintendo franchises, it is transformation. We never let them stand still. There always has to be something new, something compelling. And that even applies to the game Super Mario Brothers, which is celebrating its 30th anniversary in 2015. To say he's been transformed over the years is obvious, but along the way, he's also transformed gaming.
from establishing the platforming genre on the NES to the 3D world of Super Mario 64. Wie cool das war damals. Later this year, Super Mario Maker will take the next step by turning the essence of game creation over to you, our fans. Now, players will become creators as you build your own Mario levels that can be shared globally with friends. Super Mario. And who knows? Maybe even I'll be playing, and of course beating, your latest creation. Finally, nothing in our history has transformed our franchises quite like Amiibo. And as you'll find out this week, there are more new Amiibo on the way and more games for them to inhabit. In fact, right now, let's see how Amiibo are about to show up in a totally unexpected way. Haben Sie dann gar keine Bühnenpräsentation? Nein, hatten Sie doch die letzten Jahre nie. Also es ist halt wieder genau das, was Nintendo halt auch in den letzten Jahren gemacht hat. Und ich finde, das macht es halt auch so charmant. Gerade Miyamoto ist halt so verspielt. Genauso verspielt sie Nintendo halt in seiner Kommunikation nach außen. Also er als Person, finde ich, fängt das halt sehr gut ein, das, wofür Nintendo steht. Ich finde das aber schon krass und eben auch einfach sehr konsequent, dass sie halt dem einfach treu bleiben. Denn wir werden ja nachher noch kurz über Star Fox dann sprechen. Aber, sind wir mal ehrlich, würde da nicht Star Fox und oder Nintendo draufstehen, würde das jetzt komplett unterm Radar laufen. Ja, ja. Also würde jeder sagen, was ist das denn? Sieht denn das aus? Und was sollen das überhaupt? Sagen auch manche tatsächlich auch im Chat, die halt jetzt mit Star Fox nicht groß geworden sind oder so. Wobei man da sagen muss, ich bin mir sicher, dass das super spielbar ist. Ja, natürlich wird das super spielbar sein. Es ist halt Nintendo, ja. Nintendo macht halt Spaß. Aber sie werden halt in erster Linie die Leute ansprechen, die damals mit Starwing auf dem Super Nintendo oder eben in anderen Titeln groß geworden sind. Das ist schon ein Stück weit auch mutig, möchte ich fast sagen. Ja. Aber mal schauen, was noch so kommt. The various vehicles, what happens? So they have complete movesets and upgrade trees of powers and abilities, some of which are natural, things that you would expect, like Donkey Kong throwing barrels and Bowser slamming down his hammer. But also really unexpected moves. Kann man nicht darauf speichern und so? Dann safe gehen? Kann man irgendwie, ist es ein eigener Charakter, man kann ihn halt mitnehmen. What else can these figures do? If you put the figure on Skylander's portal, they act as a Skylander. You can twist and switch it to Amiibo, and it can be used as Nintendo Amiibo in another Nintendo Skylander. So again, these characters, these vehicles, only playable on Nintendo. Oh, so man kann das Spiel ja. Das ist auf jeden Fall ein eigenes Spiel, aber ich weiß nicht, ob das neu ist. Für mich sieht das eher so aus, als wenn das neue Charaktere. That always likes to have total control. What was that like in terms of working with us to bring these fabulous experiences to life? We're such big, like, Nintendo fanboys, and, you know, I think we may have been a little too cautious at first. We wanted to have a form of Bowser where he became really big. Sie reden das schon von uns zusammen, and, you know, pitched the idea of using Giga Bowser, and this is when the Nintendo team said, no, do something different, you know, something new, and we created Magma Bowser, right. You know, who's never been seen before, and, you know, this his fire breath just becomes this insane flamethrower. We wanted to set the Koopa on fire, and they said use dry bones. Right. And so like dry bones, and they said, well, here's all the material for dry bones, and it was just, you know, building on top of that, and we just didn't, you know, we didn't think that we were going to get away with all of this stuff. Karthik, thank you so much for sharing this information, and throughout the entire week, we're going to be sharing more and more information. You and your team are going to grace us at Nintendo Treehouse Live, and there's going to be a lot more information to share. I'm super excited. Fantastic. Thank you. Ist natürlich wieder clever, gell? I wonder what's next. Ja, es ist wahnsinnig clever. Also das Amiibos mit Skylanders mixen ist halt richtig cool, was jetzt Kohle angeht. Und das ist auch einfach clever. Aber dann merkt man, dass sich Nintendo gerade in letzter Zeit sehr öffnet, auch für den Mobile-Markt, wie sie diese Joint Venture gemacht haben. Link, 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 Das ist jetzt so ein Four Swords Klon. Nur mit drei. Link,
Ja, das ist ja nett und alles und ich werde es bestimmt auch spielen, aber... Aber ich fand ja zum Beispiel das 2D-Zelda eines der besten Zelda der letzten Jahre. Das ist ja jetzt auch fies, ne? Link Between Worlds war der absolute Oberwahnsinn. Ja, und ich hab da nochmal gemerkt, dass zumindest auf dem 3DS Zelda in 2D besser funktioniert. Ja, aber also 2D im Sinne von Kamera von oben. Und deswegen finde ich jetzt ein Zelda wie hier, das von oben ist, eigentlich ziemlich cool. Ja, aber es ist ja kein wirkliches Zelda mit Story scheinbar, sondern es scheint ja eher eine Aneinanderreihung von Quests zu sein. Das stimmt. Aber war das bei diesen anderen Multiplayer-Zelda-Spielen auch so? Ähnlich, ja. Also es hat halt nicht diese typische Prinzessin wird entführt, Ganon besiegen Handlung. Insofern. Nein, das ist halt so. So ein Lückenfüller halt einfach, weil sie wohl gemerkt haben, oh, wir werden doch mit unserem Wii U-Zelda nicht fertig bis zur 3. Hm, was machen wir denn da jetzt? Kündigen wir schnell irgendwie so ein Lückenfüller-Zelda. Ja. Nochmal, ich freue mich darüber. Ich werde auch das bestimmt spielen. Ich spiele alles, wo Zelda draufsteht. Aber. Oh. Ist jetzt auch mies, ne? Wenn du, also eigentlich müssen sie jetzt noch unbedingt nachgleichen, weil wenn du jetzt links siehst, dann kommt das. Ja. Naja, schauen wir mal. Übrigens auch der Aonuma. Hello, I'm so Aonuma, ein super the producer lieber Mensch. Of Zelda. Today I would like to talk about The Legend of Zelda Triforce Heroes, the latest Nintendo 3DS Zelda game. I have the game's director, Shikata, here to introduce it with me. Hello. I wanted to focus on multiplayer and co-op. Multiplayer in past Zelda games was more competitive, much like a party game. Everyone would gather to play to see who would get the most rupees. This time, I wanted players to cooperatively enjoy more serious Legend of Zelda gameplay elements, like solving puzzles and going through dungeons. The 3D visuals of A Link Between Worlds was a great feature, especially in terms of depth. So I wanted to incorporate that into the multiplayer. So that's why we came up with the totem mechanic. Co-op was fully realized the totem with the totem mechanic. Oder wie wir es nannten, Räuberleiter. Ja, ja. Aufeinanderstellen. Das ist immer geil, wenn sie dir was völlig Normales dann noch verkaufen mit ihr. Totem Time! Hashtag Totem Time. Ist ja schon in den Trends bei Twitter. So we decided ja, aber weißt du, da gibt's, also ich weiß nicht, ich will es jetzt nicht schwarz reden oder so, überhaupt nicht. Ich bin ja, wie gesagt, ich liebe ja Zelda und alles, was damit zu tun hat, aber allein schon irgendwie der Ansatz halt irgendwie Multiplayer und Co-op, das ist halt für mich kein Zelda. Ich will halt, ich will mit Link in Hyrule irgendwie ein Abenteuer erleben, das halt episch ist und das ich halt mit ihm allein erlebe und nicht mit Link. Kumpels oder so, dann spiel halt Smash Bros. Oder irgendwas. Ja. The story starts in a kingdom that is just ist aber halt Geschmackssache. Was mich halt sehr stark interessieren würde, ist, ob man zu zweit spielen kann, ob ein Modul reicht. So the king is looking for a hero who could help. Wo wirklich ein Modul für Musiker erreicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist halt immer so. Ich meine, selbst bei Mario Kart ist der Multiplayer mit einem Modul bedeutet das schon, dass du halt nur, glaube ich, 5 Strecken oder so hast. Also wie soll das funktionieren? Über einen Charakter. Ja, glaube ich nicht. Aber wenigstens was geht dann? Ich meine, so schlecht ist es jetzt nicht, aber es ist this time, there's also a fashion element. Aber das sieht nicht so aus, man spielt Mechaniker, als wäre das überhaupt mit 2 Charaktere. Das heißt, man muss die Kids sein. Ja, aber wahrscheinlich kann man halt auf einen KI-Kumpanen mit Different Schalten. Warum ist das dediziertes Koop-Spiel mit der KI spielen will? Ich weiß es nicht. Naja, aber das gab es ja schon öfter. Das gab es ja schon bei Secret of Mana zum Beispiel. I think playing with people in online multiplayer where you can't see the reactions. Hallo, es heißt Totem Time. Aufeinander starten. Völlig anders. Ja, ich fürchte, damit ist der Zelda Wii U-Zug im Rahmen dieser Ankündigung abgefahren, oder? Also, oder sie haben noch was zu Wii U. Ich kann mich da jetzt täuschen, aber ich dachte, ich hätte schon vor Monaten gelesen, dass man dieses Jahr nicht mehr viel zu Zelda hören wird. Ja, okay. Ich habe es auch mit der NX-Ankündigung, wo sie gesagt haben, sie werden nichts mehr dieses Jahr zur neuen Konsole sein. Ja. Ich weiß nicht, ich habe zumindest also heute mal Nintendo 3DS, wir haben noch ein neues Game. Last year we had the Wii U version of Hyrule Warriors. Also Rauschmeißer wäre da schon schön. Ja. We're now developing a 3DS version. One more thing. This game is a reimagining of the Wii U game. It will include all the DLC characters from that one. Ja,
Ach, jetzt haben sie es am Dings angekündigt, auf 3DS oder wie. Ja, aber schon zu länger. Adding additional characters and stages from The Legend of Zelda, The Wind Waker, to expand the gameplay. Hast du das gespielt, Nino? Ja, ich hab's geliebt. Hyrule Warriors. Ach so, ich dachte Wind Waker. Ja, klar hab ich Hyrule Warriors. Ich spiele alles, wo Zelda draufsteht. Ja, es ist halt nett. Es ist halt einfach ein Dynasty Warriors-Klon mit Zelda-Figuren und so. Ist halt nett. I hope you will enjoy Hyrule Warriors Legends as well as The Legend of Zelda Triforce Heroes on Nintendo 3DS. So. Was geht jetzt? Ach so, ja, das ist halt Hyrule Warriors. Yeah. Ich wollte gerade sagen, jetzt reden wir ja schon über Dynasty Warriors. Komische Dramaturgie. Ja, Tecmo, ja genau. Wobei mir das jetzt so auf dem 3DS schon irgendwie, also das Hyrule Warriors irgendwie besser vorstellen kann. Da finde ich es irgendwie lustiger, also als Portable-Ding. Ja, aber es halt recht kurzweilig ist. Es ist halt so ein Spiel, das kann man einfach mal einlegen und sagen, okay, dann kloppe ich mich da jetzt mal durch so ein paar Gegnermassen und dann mache ich es wieder aus. Also für unterwegs ist es bestimmt super. Und nochmal, es ist auch wirklich unterhaltsam. Ja. Sehr kurzweilig und alles drum und dran und bietet halt einfach viel, ja, Fanservice, würde ich fast sagen. Es sind halt einfach für Zelda-Fans, die sind halt toll, aber es ist halt einfach, ne, kein wirklicher neuer Zelda-Titel. Schon gar nicht, wenn es ja das Original schon auf der Wii U jetzt gibt. Ich habe das bei Confusion das mal neulich gesehen, der halt immer die Spiele in den Namen, der Name sagt ja halt komplett durchgespielt in allen. Ja. Und der hat gesagt, das war eine unfassbare Aufgabe, diese Wii U-Version auf 100% zu spielen. Ja, ist es auch. Unfassbar. Sehr kleinteilig, ja. Muss man da so viel sammeln? Ja, also ich meine, der hat natürlich, der sammelt dann auch, keine Ahnung, wenn es da selbst keine Figuren oder Artwork gibt und so. Und der hat, ich gebe da mal ins Video, das ist unfassbar. Wie viel? Der Iwata ist so gut. So gut. Ich will diese Puppe haben. Hey! Mario. Was ist das jetzt? Das ist, ach, das ist das Blasting, von dem ich geredet habe. Pixel Horror Warriors. Das ist dieser, das sieht aber auch immer das. Ne? Gar nicht. Ach, das ist jetzt das von dem Nintendo gesprochen. Echt? Nee, warte mal, von dem haben wir nicht. Nee, ich hab von was anderem gesprochen, das sieht aber so aus. Im ersten Blick. Ja, aber jetzt warte mal, also. Wir haben uns doch ein ganz anderes Metroid gewünscht. Ja. Irgendwie eins ist cool. Blastball, das hab ich gemeint. Ach, das ist doch ein Metroid. Das ist nämlich irgendwie nur als Blastball in die Öffentlichkeit gekommen und dann hab ich schon einen Artikel gelesen, wo sie gemutmaßt haben, dass sie Metroid drüber schreiben werden, weil das schon so aussieht. Und ja, ach so. Anscheinend doch. Also, wenn die mir als Rauschmeißer jetzt noch ein richtiges Zelda und ein richtiges Metroid geben, dann ja. Ansonsten werde ich nachher jetzt noch irgendwas zerstören. Ja, bislang ist es noch nicht so wirklich. Das sieht aber toll aus. Oh. Also das letzte Fire Emblem auf dem 3DS war da Wahnsinn. Das war echt die Wucht in Tüten, das muss man ganz ehrlich sagen. Und schau mal, wie schick das aussieht in diesem Cell-Shading-Look. Ja. You are my child now. Vor allem das letzte Fire Emblem hatte grandios gute Zwischensequenzen. Ja, das Wahnsinn. Und das sieht jetzt aber eher nach einem Wii-U-Titel aus, oder? Die haben sich kein Wii-U-Titel. Ich wollte gerade sagen, ich meinte gelesen zu haben, dass das nicht. Aber jetzt mal ehrlich, wie will Nintendo denn schaffen, endlich mal mehr Wii U-Konsolen zu verkaufen, wenn sie nur Handheld-Spiele rausbringen? Weil der 3DS sich besser verkauft. Ja, natürlich, aber man darf doch dann die Heimkonsole nicht komplett vernachlässigen. Also gerade dann, wenn die einfach in den Regalen stehen bleiben und keiner mehr Wii U kauft. Das stimmt schon, aber Fire Emblem ist sehr, sehr geil auf dem Handheld. Ich meine, das passt gut. Das ist halt ein. Absolut. Ich spiele es auch wahnsinnig gerne. Ich spiele sowas auch lieber unterwegs, ehrlich gesagt, zu Hause. Ja. Schau mal, wie toll es aussieht. Echt super. Also, das ist schade. Ist ja auch Monster Hunter Cross jetzt angekündigt worden. Oder Cross. Und auch wieder nur auf dem 3DS. Juhu! Wir mögen Atlus. Denn Atlus macht Persona. Ah. Ja. Ich mach immer was auf Snack, ja. Ich grad nicht. Ich will mir gerade diesen Anime-Trailer anschauen, der sieht toll aus.
Oh, ich habe einen Begriff bei mir Tag gelernt. Das sieht mir ein bisschen zu, ach, was zu edgy aus. Zu edgy? Ist doch nicht edgy. Ich weiß, aber ich denke aber das englische edgy, so merkt man das immer. Das ist schon sehr, ja, hier, die Brustphysik ist auch ein Deutschland. 1600 Zuschauer, danke dafür. Oh, liebe Grüße an die Zuschauer. Super, dass ihr mit uns zusammen die Nintendo PK schaut. Gleich gibt es noch Square Enix und zahlreiche Überraschungen. Wir sind mittig. Ich glaube mittig, oder? Ja, muss ich das alles nochmal sagen? Nee. Doch, später. Was gibt's denn bei dir? Bounty. Muss dir schmecken. Nö, danke. Was halt auch mal ein bisschen. Die Leute hören das nur, wenn du die gleichzeitig in die richtige Kamera guckst. Ja, verarscht man das nicht. Was halt auch mal ein bisschen doof ist, kann jetzt Nintendo nichts dafür, dass das natürlich hoch aufgelöst oder auf Vollbild so ein 3DS-Spiel natürlich auch pixelig aussieht. Ja, wobei, natürlich. Bei Fire Emblem habe ich gerade keinen einzigen Pixel gesehen. Da frage ich mich aber, liegt das. Also ich fand es gerade super aufgelöst bei Fire Emblem. Da frage ich mich aber, liegt es daran, weil der Trailer jetzt so geil aufgelöst ist? Ja, aber der oder weil das Spiel eventuell auf den. Ja, schon, aber trotzdem, ich habe jetzt ein 3DS XL zu Hause. Aber auf hier rumzuknuspern, ey. Nimm mal das Papier jetzt weg. Ich will hier Trailer gucken. Frag mich ein bisschen, ob das noch gleich mit dem New 3DS XL. Kann ich ja, aber stand noch gar nichts. Wir ein Stück Bounty ab. Hat jetzt auch keiner was gesagt. Habt ihr irgendwie mitbekommen, gerade sowohl Star Fox als auch jetzt die anderen, irgendwas mit exklusiv für den New 3DS? Hat keiner was gesagt, ne? Nee. Okay. Wir haben, glaube ich, das Wort noch nicht in den Mund genommen. Ich habe das Gefühl, Japan hat genau zwei Synchronsprecher, einen weiblichen und einen männlichen. Ja. Und oftmals werden ja männliche Charaktere in Japan eben auch von Frauen gesprochen. Was bei Son Goku auch? Zum Beispiel Son Goku. Also die Synchronsprecherin spricht ja eigentlich jedes Familienmitglied der Familie Goku. Aber das ist ja normal, das ist ja auch im Westlichen so, dass wenn jemand einen jüngeren Charakter spricht, dass es eine Frau spricht. Ja. So, Donkey Kong, jetzt bitte mal einen Wii U-Titel. Oh ne. Das ist Sono. Nee, das ist Xenoblade Chronicles 6. Oder Xenoblade Cross spricht man das, glaube ich, richtig aus. Okay. Echt? Oh, ja. Das ist super, ist aber doch in Japan inzwischen schon erschienen. Also das ist jetzt dann die Ankündigung für den Westen. Ich glaube, dass das ziemlich, ziemlich cool werden könnte. Weil ich war am Anfang, hatte ich so ein bisschen Angst, dass die Story und das alles zu kurz kommen könnte und es so ein reiner Monster Hunter-Klon wird. Aber inzwischen sind ja da auch Details zur Handlung durchgesickert. Achso, das ist dann gar nicht klassisch wie im ersten Teil. Von Rollenspiel gehalten wird es dann anders, oder? Nee, eben nicht, das sage ich ja gerade. Okay. Also das wird scheinbar schon ein klassisches Rollenspiel einfach. Also es wird natürlich sehr questgetrieben sein, so wie es aussieht. Und es bleibt natürlich abzuwarten, ob dann die Story so ausufernd und episch wird wie bei Xenoblade Chronicles auf der Wii. Aber ich glaube nicht, dass sie komplett zu kurz kommt. Muss man jetzt mal abwarten. Die Welt wird halt riesengroß, weshalb man dann eben auch mit den Mechs unterwegs ist. Und das sieht halt fantastisch aus. Ich freue mich riesig drauf und freue mich jetzt auch, dass jetzt die Ankündigung kommt für den Westen. Ist das denn wie bei Final Fantasy, dass das jetzt einfach eine neue Geschichte ist und nichts mehr mit dem anderen zu tun hat? Weil das sieht kommt dieses Jahr noch, super. Das kann ich dir nicht sagen. Also es gibt bestimmt Querverweise, aber grundsätzlich haben die Xeno-Spiele, also Xenogears, Xenoblade Chronicles, Xenosaga, nicht wirklich was miteinander so zu tun. So wie bei Final Fantasy quasi. So in der Art, ja. Ist das Animal Crossing, oder? Ja, ich glaube schon. Hat auch eine super Handlung übrigens, ja. Relativ komplex, viele religiöse Motive auch. Das ist ja auch wieder was, da kannst du auch mit 60 spielen und noch viel entdecken. Absolut. Spielst du sowas? Ich? Ja. Bin ich ein schlechter Mensch, wenn ich es tue? Nee, ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir sowas kaufe. Da gibt's ja das letzte Animal Crossing. Sowas macht halt Spaß einfach. Also, das kann man immer wieder mal aus. Ja, also ich mag ja zum Beispiel auch Harvest Moon total gern. Ja. Sowas. Also ich investiere da jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber ich schaue mir die Titel schon gerne an auf jeden Fall. Ja, machen halt Spaß, sind halt bunt. Aber ich habe das. Kein Körperteilverlust, du weißt ja, keine Blutfontänen, keine traurigen Schicksale. Du machst mir jetzt auch madig gerade. Wieso denn? Das ist doch toll. Nee, ich habe tatsächlich keins dieser Spiele gespielt, weil ich halt kein GameCube hatte und kein Nintendo 64 und so. Du hast aber eine traurige Kindheit, wenn du kein GameCube und kein Nintendo 64 hast. Nintendo 64 Oberpfalz. Vor allem. Ja. Oberpfalz. Ja. Ich habe auf der Kugel gedrückt. Du hast kein GoldenEye, sondern eines deiner Lieblingsspiele. Ja, aber ich habe keine Nintendo 64. Ich habe Kumpel schon. Und da haben wir viel gespielt. Ach so, das. Und du hast gerade die 4 so betont. Da dachte ich, du hättest Nintendo 63 gehabt. So, Vater Weltpremiere. Hat das immer gesagt. Weltpremiere für die Wii U. Ja. Ihr verzeiht es mir, wenn ich vor Begeisterung noch nicht von der Couch hechte. Ja.
Sie sollten jetzt immer vorher einen Link zeigen und dann ganz was anderes. Ja, ja, genau. Ah ja. Sold separately. Okay, es ist einfach Mario Party mit. Nein, es ist Animal Crossing Party. Animal Crossing. Ja, ohne Mario. Ohne Mario. Den gibt's dann natürlich auch als Amiibo-Gastcharakter. Also ich gehe mal davon aus, dass die, wie lange wird die dauern, die PK? Eine Stunde, nicht ganz? Die wird jetzt dann gleich schon aus sein, denke ich. Ich habe gehört, 45 Minuten. 45, also eine Viertelstunde haben wir noch, dass Nintendo sich jetzt alles raushaut. Jetzt knallt's, meinst du? Also Nintendo ist nicht bekannt dafür, zumindest wenn man sich die PKs der letzten Jahre nochmal vor Augen führt, dass sie in den letzten 3 Minuten dann noch das Golden Goal ins Netz ballern. Ja? Also das nicht. Da kam dann hinten raus immer eher was so wie ein Lego-Titel oder irgendwie ein Handheld-Remake. Aber was soll jetzt noch kommen? Ja, ich weiß nicht so genau. Schauen wir mal, vielleicht passiert ja doch noch was Großes. Ja. Aber ich fürchte nicht. Also ich glaube, einer prognostiziert hier Bayonetta 3. Hat das eine Option? Glaube ich nicht. Also Bayonetta 2 kam ja erst vor einem halben Jahr. Und glaube ich nicht, dass da so schnell was passiert. Dafür war es leider auch zu nischig und hat sich nicht gut genug verkauft, weil es halt Wii U-exklusiv einfach war. Was der Konsole natürlich so ein bisschen geholfen hat, aber dem Brand nicht. Aber der in der Verbreitung. Hat auch in der ersten Inkarnation auch nicht gekauft. Ja, das stimmt. Da ist, jetzt kommt Wolyoshi. Gut, den kennen wir schon. So ist mindestens. Oh. Wie geil der aussieht. Ja, die haben sie. Keiner darf sie kaufen, aber da bunt und cool. Das ist wie den Goldpreis künstlich hochhalten. Ja. Das ist sowieso so eine Politik von Nintendo, die ich nicht so ganz verstehe mit den Amiibos, dass die halt einfach alle vergriffen sind. Also es ist unglaublich, was da für Preise auf eBay aufgerufen werden. Ich habe den Spruch gestern schon gebracht, für so einen Wolyoshi muss eine Oma lange für stricken. Ja, richtig, ja. Die Oma von Miyamoto macht die alle selber. Aber schaut mal, wie toll das aussieht. Das wird super. Ich habe tatsächlich das Spiel vorgestellt. Das ist das erste Nintendo-Spiel seit langem, das ich vorgestellt habe. Das wird super. Das wird, glaube ich, wirklich super. Einer hat den Chat gerade nach F-Zero geschrieben. Auch das nehme ich. Ich schrei halt auch seit einem Jahr nach F-Zero, ja, wäre auch gekauft. Wenn heutzutage ein F-Zero rauskommen würde, mit der Technik würden wir alle einen epileptischen Anfall kriegen, in dem Moment, wenn das Rennen losgeht. Ja, wahrscheinlich. Völlig zu Recht. Das ist auch gut. Ich würde dann auf einmal Nintendo gurgeln und dann sterben. Ja, das ist Zukunft vom Fernseher. Mit einem Lächeln und Schaum vor dem Mund. Genau. Ich habe noch nicht mal drüber nachgedacht, weil Mario Kart 8 gibt es ein paar F-Zero-Strecken und wenn dann die Musik dazu läuft und du spielst mit 200 Kubikzentimeter, das ist schon fast F-Zero-Stimmung. Ja, auf jeden Fall. Und dann wünscht man sich aber auch ein F-Zero zurück. Vor allem, wenn ich gerade einen Panzer treffe und du denkst, ich fahre doch besser als die anderen. Das ist halt so lange her. Das letzte F-Zero ist wirklich wahnsinnig lang her. Das letzte war für einen Gamecube, glaube ich, oder? Irgendwie mich nicht täusche. Das ist halt unglaublich lang her. Aber auch da wieder, wer würde denn heute noch ein F-Zero kaufen? Also um das als Brand wieder erneut einzuführen, würde glaube ich nicht funktionieren. Das heißt, wenn man das für 2 Millionen als Kickstarter-Projekt einstellt, dann ist das innerhalb von 24 Stunden erreicht. Bei F-Zero glaube ich schon tatsächlich. F-Zero wäre so ein Ding. Aber Nintendo macht halt, was sie wollen. Und das gehört ja zu denen. Wir können sich das erlauben. Aber Wolyoshi kann halt schlecht verkaufen, aber sie sitzen auf 9 Milliarden Dollar. Junge, sag doch auch mal was. Warum ist denn der aus Wolle? Na, der ist halt aus Wolle. Aber als hätte das die ganze Zeit schon auf der Zunge gehabt. Viel besser gefällt ist, die ganze Spielmechanik sieht genauso aus wie Yoshi's Island. Das erste. Ja, so eine Mischung aus Yoshi's Island und Little Big Planet. Ja, stimmt. Ein bisschen Little Big Planet. Ich bin halt nicht so der Nintendo-Dude. Aber ich will halt jetzt auch nicht die ganze Zeit sagen, ja, das ist mir jetzt eigentlich egal. Deswegen lasse ich euch gerade mal ein bisschen machen. Ja, ich bin ja eigentlich sehr empfänglich. Wenn es darum geht, mich für Nintendo-Ankündigungen zu begeistern. Das ist doch der Wahnsinn. Aber bislang ist das halt ganz schön dünn, was sie da zeigen, finde ich. Leider. Ich meine, Wolyoshi natürlich sieht super aus, aber das wurde ja nun auch schon vor Monaten angekündigt. Sprich, das ist neu. Star Fox hatte jeder auf dem Zettel und ich befürchte, dass die meisten so ein bisschen enttäuscht sind von dem, was man gesehen hat, weil es sieht halt echt nicht gut aus. Und alles andere war Remake, Handheld oder Spin-Off, namentlich jetzt irgendwie diese Zelda-Titel. Insofern, was mich eigentlich ein bisschen wundert, weil ich fand, so diese ganzen Nintendo-exklusiven Spiele, die waren ja grafisch trotzdem immer recht gut. Also so Mario Kart eben, damals Metroid Prime und so weiter, die sind immer super ausgesehen. Ja. Star Fox ist das erste, von dem ich sage, naja, benutzt es aber nicht sonderlich aus. Nochmal, ich habe Nintendo noch nie dafür verurteilt, dass Nintendo-Spiele nicht so gut aussehen, aber das sah schon eher noch ein Wii-Titel aus. Ja. Und gerade wenn du sagst, du Xenoblade Chronicles Cross, hast du gesagt. What the fuck? Oh!
Mario Yoshi, ist das euer Scheiß Ernst? Ja, super. Mario Design. Ich glaube, man spricht das Sorry, da muss ich mich jetzt wirklich mal einschalten. Das hat halt euer Ernst? Auch schlecht ausgesehen. Das halt sieht super aus. Ja. Samus Yoshi. Ja, das ist eine Spitzenklasse. Marken, Melken. What the fuck? Marken, Melken. Gleich kommt Wolling. Ich kann nicht länger schweigen. Ja. Wetten, gleich kommt Wolling. Was geht denn eigentlich mit Diddy Kong Racing? Da geht gar nichts mehr. Warum das denn nicht? Weiß ich auch nicht. Ich frag halt ja, Miyamoto. Wir telefonieren doch jeden Tag. Ich und Miyamoto, ja. Na klar. Ich habe halt ein total entspanntes Verhältnis zu ihm, weil ich mich halt nicht interessiere für seine Spiele. Das heißt, ich kann mich da jetzt täuschen, aber ich glaube, dadurch, dass es doch von Rare war, ist es wieder zu diesem rechten Mischmasch. Und Nintendo selber das Zeug nicht mehr auflegen darf, teilweise wie GoldenEye oder so. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also wenn Diddy Kong Racing doch... Wenige Dinge waren geiler als Diddy Kong Racing. Diddy Kong Racing auf jeden Fall speziell. In dieser Welt, in der man da rumfliegen konnte. Also ich nehme auch die Ankündigung an, dass jetzt Half-Life 3 exklusiv auf einer Nintendo Ja, das wäre natürlich der Das wäre ein Rauschmeißer. So, Ruhe bitte! Level 5, Ni No Kuni 2! Ni No Kuni 2! Glaubst du? Nee, ich glaub, Ni No Kuni. Sieht anders aus, aber es ist Level 5. Was? Ist das Pokémon? Nee. Es ist ein 3DS-Spiel, meine Freunde. Natürlich. Außer Trim Twist. Guck mal, da schaut wer. Ja. Der Mangoman, ganz treuer High-Five-Zuschauer, erinnert sich noch an eine uralte Ausgabe von High-Five. Oh, hat er bestimmt was zu essen. Warte, klappt da? Ist halt so nach Pokéball aus zu essen jetzt. Ja, es könnte jetzt tatsächlich der Live-Auftritt vom Mangoman werden. Ja. Ich habe ihn im Augenblick gesehen. Ist das eine bekannte Marke? Das ist eine ganz bekannte Marke, ja. Was ist das? Wie heißt denn? Zwei Katzen eben. Ist unfassbar. Gibt es auch einen Kinofilm dazu in Japan. Ganz viele Sachen sind drauf gebrandet. Ist ein Riesending. Unfassbar erfolgreich. Hello Kitty Online. Wieso heißt denn da einer im Chat? Doomed by Flo Heider. Ja, das weiß ich auch nicht. Ja. Das war der Nickname gestern nochmal, der so witzig war? Florian Heiders Analthrombose. Ja. Ich, ja. Ah, Yokai Watch, genau. Ach so, haben gerade auch welche. Und lass mich raten, es entspringt aus einem Spielzeug, das mit so einer Plastik zu tun hat, wenn man was reinschiebt. So in Luigi. Okay. Luigi! Jetzt Mario! Jetzt kommt's. Mario! Oh, Paper Mario! Oh. Also irgendwie. Aber ich war immer großer Paper Mario Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, die Titel. Also ich habe die echt super, super gerne gespielt. Damals auf dem Nintendo 64, auf dem GameCube. Paper Mario war halt irgendwie immer super, auf alle Fälle. Aber was ist denn das für ein Trend, dass man immer alle Marken, die man hat, dann irgendwie verschiedene Materialien... Naja, was bleibt Nintendo denn anderes übrig? Also die Einführung neuer Marken fällt Nintendo wahnsinnig schwierig. Deswegen setzen sie halt einfach die bekannten Brands, namentlich Mario, Zelda, Kirby, Metroid. Und solange sie von Donkey Kong sammeln, das machen ja Dr. Mario, das machen ja, sie seit 20 Jahren. Ja, kein Metroid-Multiplayer-Ankündigung. Ja, das ist tatsächlich schwierig. Ich habe jetzt nur nicht ganz verstanden, was für zwei Mario Welt das jetzt sein. Das eine ist natürlich Paper Mario, aber was soll das andere jetzt sein? Ist das nicht aus dieser Reihe, wo auch, ja, wie heißt es, wo du in Bowser zum Beispiel bist? Und dieses Papercraft Mario. Hast du gerade gesagt, wo du in Bowser bist? Ja, weißt du, das hat er gesagt. Mario, ja. Wie meinst du, von Bowser denn verschluckt werden? Ja. Wie hieß es denn? Bowser's Inside Story oder ja. So? Paper Jam. Mario und Luigi Paper Jam. Okay. Aber schon wieder keine exklusiv für den New 3DS Ankündigung. Okay. Jawohl, Mario Tennis. Super, abends gerettet, Mario Tennis kann alles. Und auch mal auf Wii U. Ja, das ist ein Wii U. Das ist aber auch Zeit. Mario Tennis ist echt ganz lustig. Das sehe ich total auf Half-Life Live. Ich fürchte aber, dass es mit dem Wii U-Controller gespielt wird. Warum ist die so riesig? Das geht nicht. Komm sofort wieder. Ja, aber wenn das jetzt der Rauschmeißer ist, ne? Ja, glaubst du, dass das der Rauschmeißer ist? Also, wir haben noch 5 Minuten, wenn es jetzt wirklich eine Dreiviertelstunde geht. Sie können zumindest noch ein Mario Golf hinterher schieben. Das haben sie unglaublich gerne. Sind ja auch gut. Mario gut, Golf, es gibt nichts Entspannteres, wirklich. Wenn mit dem richtigen Golf spielen, kann ich nichts anfangen, aber Mario war immer toll. Das ist halt auf dem Gameboy auch gespielt damals. Wir haben zusammen für 30 Jahre gearbeitet. Wenn es 3 Ideen für uns gibt, we pick the same one.
As the years went on and we made more and more side-scrolling games, we had to create a more advanced tool to design them with. Tennis. Einfach mal ein paar Leute kurz wegflexen. This became the basis of Super Mario Maker. The tool got so good that the more we worked with it, the more we realized we could also turn it into something everyone could enjoy. With Super Mario Maker, anytime you make an edit, you can see the results right away. This instant feedback can really help your imagination run wild. Back in the day, we had to create everything by hand. Mir geht sowas völlig vorbei, ehrlich gesagt. Also ich glaube, ich werde den Super Mario Maker keine Sekunde spielen. Fürchte ich. Es kommt darauf an, was das Konzept von dem ist. Ich weiß gar nicht, kostet es naja, was? Super kostet Mario es Maker. Naja, aber es ist ja kein Vollpreisspiel. Das ist doch die Frage, wie viel kostet es? Und wie viel Content wird denn am Ende wirklich da sein? Aber hat man da nicht gesehen, du hast ja nur die Assets quasi von Super Mario 1 Du kannst quasi, ja genau, du kannst quasi deinen eigenen Mario Brothers erstellen. Also ich kann es selber gar nicht machen, da bin ich viel zu einfallslos. Ich weiß, dass ein paar Mario Throwing Fireballs from the roof. Weil ich hatte ja nie eine Konsole. Das ist aber bestimmt auch die Originalversion, ne? Weiß ich nicht. Das sah auf jeden Fall genauso aus. Aber, aber ganz ehrlich, ich möchte, egal wie schön die Welt ist, ich möchte nicht mit der Engine des alten NES Mario spielen. Dann halt wenigstens Super Mario All-Stars Grafik oder so. Der Marco dreht völlig drauf durch. Ich finde das wirklich irgendwie schick. Also schau mal, wie der Miyamoto, er sitzt da halt und rastet komplett aus. Schön, ja, das ist Herr Banino. Ja, ganz ehrlich, das war so ein Mario und da war die Endgegner entweder ein Flugdinosaurier oder ein Hummer. Ohne Scheiß, auf dem Commodore 64. And Mario can turn into Wii Fit Trainer when he gets ohne Scheiß! Nee. Das war ein so eine kleine Klappe, meinst du vielleicht? So eine we have a lot of these planned. Ich muss aber zugeben, das Spiel würde all mein Geld kriegen, wenn das auf dem 3DS so läuft. Im 3DS hätte ich tierisch Bock. Ich mag den 3DS so sehr wegen den Controls. Es würde all dein Geld kriegen. Ja, so der Hälfte. Nee, du hast schon genau so. Aber die Gumbas hat einen Schnurrbart. Langsam fällt das Spiel jetzt auch jetzt gefallen. Marco dreht komplett durch gerade. Aber Marco wird letztes Jahr auch Star. Ich finde das tatsächlich bis jetzt am allerfaszinierendsten von der ganzen PK. Julius meint Gianna Sisters, das könnte natürlich gut sein. Ach so, Gianna Sisters. Ja, das sind diese zwei Kassetinnen. Das ist dieser dreiste Mario-Klon. Das ist ein ganz dulles Jump'n'Run halt einfach. Ja, das ist halt nur ein Mario-Klon war. Den gab es jetzt neulich auch wieder eine Neuauflage tatsächlich, der gar nicht so scheiße war. Aber der Typ war so hart bei Mario geklaut, dass das doch aus dem Leben aus dem der Hauptcharakter war aber Mario. Der sah halt aus wie Mario. Nein, es gab keinen Hauptcharakter namens Mario. Achtung, hier sieht er aus wie Mario. Oh, bitte. Bevor hier der Abgesang auf Nintendo losgeht, das, was Nintendo auf dem Markt bringt, hat in der Regel Hand und Fuß. Und das stimmt und muss nicht noch erst mit DLCs gefüttert werden. Ja, das stimmt, nur leider verkauft es halt nicht. Ja gut, aber... Und ich sag das ja immer wieder, ich bin ja... Und ich sag, ich hab's ganz am Anfang von der Pressekonferenz schon gesagt, oder von diesem Digital Event, dass ich ein Nintendo-Fanboy bin, mach ich auch kein Geheimnis draus. Ja. Nintendo macht für mich halt einfach Sachen, die sonst keiner schafft. Und diese ganze, wie gesagt, das ganze Verhalten, wie Miyamoto da sitzt und strahlt und sich freut, ich kauf's ihm einfach ab. Ja, es ist so, es ist nicht aufgesetzt, es ist keine PR-Show, es ist nicht gespielt, er ist halt so und Nintendo ist halt einfach so, aber... When playing a Mario game im direkten Vergleich mit Microsoft und Sony ist es für die heutige Generation von Videospielern einfach ein bisschen zu wenig. Ja. Es fehlt halt einfach der Knaller. Und ich verstehe es aber auch nicht, weil man könnte ja aus den vorhandenen Franchises was machen. Ja, und dann natürlich. Halt sowas wie dieses, gerade eben dieses Metroid-Ding und das Zelda. Ja. Ist halt nett. Ist halt wirklich alles nett, aber es sind ja am Ende des Tages alles nur Lückenfüller. Also die wirklich einzige große Ankündigung ist halt Star Fox. Ja. Und das hinterlässt jetzt
keinen sensationellen Ersteindruck. Sag ich als jemand, der wirklich zu 100% hinter Nintendo steht und dem, was sie tun, weil ich sie halt einfach gerne mag, sympathisch finde und ich spiele einfach gerne Nintendo-Spiele. Jetzt kommt Reggie. Den Japanern ist alles egal. Ja. Zum Nationalfeiertag in den USA. 1000 Nationalfeiertag. Hammer. Liebe Grüße an die Zuschauer, ihr seid zu sehr geil. Wow. So, Louis, bitte als hier Reggie. We'll kick off with Mr. Miyamoto and fellow developers flying through Star Fox Zero. And if you can't wait to get your hands on Super Mario Maker, the opportunity is right in front of you. On Wednesday from 4 p.m. to 9 p.m. and Saturday from noon until 5 p.m. local time, you can walk into any of more than 100 Best Buy stores in the U.S. and Canada and experience the game for yourself firsthand. You can find the details of all of our activities this week at e3.nintendo.com. To close, as anyone transforms, be it a person or a company, it's good to reflect on where you've been to help guide where you go next. Over the past 30 years, more than a billion people around the world have played a Nintendo game. And most of them have played as gaming's biggest star, Mario. From the music, to the costumes, to the characters, Super Mario isn't just Nintendo's mascot. There's a little piece of him, and certainly memories of his adventures, inside all of us. Oh, Scheiße, ich werde euch beweisen, dass es dieses Spiel gibt. Ja, ja. Ich hab das jetzt kein Mario World war eh der beste Mario-Titel. Super Mario World für Super Nintendo ist für mich nach wie vor die absolute Nummer 1. Und der 3er auf dem NES war super. Auch. Ja. Ich mein, das 3D im Ganzen. 64. Achso, Super Mario 64. Das habe ich im Original gespielt, aber später auf dem DS und da war es von der Steuerung echt. Was ich da erlebt habe in der Schanze, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Was geht denn jetzt? Aber auf N64 ist fantastisch. Ich habe gerade die Million-Dollar-Idee. Markus, dein Video auch noch mit drin. Boah, und keiner von den drei hat einfach Bock, diese Mütze anzuziehen. Na klar, der Reggie. Was cool ist das denn? Du musst jetzt aber die Gitarre spielen. Er hat ja vorhin gesagt, wir sind kreativ auf einer Wellenlänge. Miyamoto mit der Gitarre und andere mit den Rasseln. Ja. Ich finde, die Japaner können so geil awkward sein, ohne es zu merken. Man hat ein anderes Gefühl für Scham. Bei manchen haben sie übertrieben. Sie übertrieben großes Schamgefühl. Und bei anderen Sachen sehen sie gar keinen Grund, sich zu schämen. Ja. Ich sag nur, now it's your turn. Visit letsupermario.com and help us celebrate his 30th anniversary. By submitting your own Super Mario video. And do it for a good cause, with Nintendo making a donation to the nonprofit group Operation Smile. Visit our site for details. Let's have some fun, let's support a great cause, and let's Super Mario. Zum Weltenbaum, ey. Ja.
Wir müssen die dann alle schaffen. Und tatsächlich im Style zu bauen. Die wird unschaffbar. Leichte Rückkopplung. Hello everyone, I'm Shigeru Miyamoto. Thank you for watching Nintendo Digital Event. 日本の皆さん遅くまでありがとうございます。今日のね、デジタルイベントの映像っていうのは、今年発売できるソフト、それから来年の早い時期に発売できるソフトに絞り込みました。So our digital event today focused entirely on games that are launching in 2015 and early 2016. で、去年 E3 で見せたゲームパッドを生かしたゲームとかまだまだ開発続けてますので期待してくださいね。And as we showed at E3 last year, we have many gamepad games for Wii U that we introduced there that are continuing in development, and we're still working on those. Kann mal einer in den Chat schreiben, ob man die Spülmaschine zu... Ja, genau, bei uns würde die Spülmaschine. Ich mach die mal aus. Also bisher hat sich keiner beschwert. Hat sich keiner beschwert? Nee. Noch nicht, das sind Fragen. Vielleicht hat man sie wirklich nicht im Mikro. And we've shown Star Fox for this year, and we've got more coming. Kann man die einfach so aufmachen? Normalerweise ist das Stoff. Der darf auch aufmachen. Und dann... Ja, im alten Half-Life-Büro ist er nämlich mal die ganze Bude unter Wasser gesetzt, weil er hier ist back in Nintendo, ja, hard at work on his next game, and as soon as the show is over, we're going back to help him out with it as well. で、今からStarVox Zeroのね、説明をするんですけど、僕がゲームを遊ぶより、トリハウスの皆さんがずっと上手なので、皆さんにお任せします。And so now what we're going to do is jump right into gameplay straight from StarVox Zero.But I think maybe rather than having me play it, we should have our Nintendo Treehouse Live staff here play it, because they're probably going to be a lot better than I am. ね、それから終わったら僕もう一つお話があるので戻ってきますけども、それから今日一日いろんなあのまたスタッフのゼロの話とかしますから、寝ずに頑張ってみてくださいね。But after they're done, I'm going to come right back because there's one more thing that I want to talk about. And so I think we'll take a look at that. In 5 Minuten geht's weiter. Ich würde sagen, dann brechen wir hier Nintendo-mäßig mal ab und stellen wir noch so ein kleines Zwischenfazit. Ich würde sagen, wir lassen es einfach laufen. Wir können es einfach laufen. Ein bisschen leiser, haben ein bisschen Gameplay laufen mit Star Fox noch. Ja, genau schon mal. E3. Das ist jetzt aber nicht für die Zuschauer. Ich mache mal kurz leiser, also die Zuschauer. Ja, machen wir ein bisschen leiser einfach. Hi, guys, and do some. We're going to fire up the R-Wing and take it for a test flight. Straight into Corneria, which is you know, a favorite of a lot of Star Fox veterans out there. Mach einfach leiser, Marco. Ach so, du meinst, ach, jetzt weiß ich, was du meinst. This is so cool. Ich hätte so eher aber groß gemacht und das ein kleiner. I've seen this game, it just brings back a lot of really good memories for me. Also, warten wir noch ganz kurz, bis der Ton vielleicht da ein bisschen runtergefahren ist. See this, like, cinematic opening. Ich weiß ja nicht, ob es schon Meinungen in unserem Chat gibt. In einer Tour, die es wird viel gemotzt. Okay. Also, ich grundsätzlich finde ich es ja ganz schlimm, dass heutzutage halt immer erstmal gemotzt wird. Dass jeder zerreißt alles. Ja. Also, man hat sich einen Trailer zu einem neuen Spiel, Film oder einer Serie noch keine 3 Sekunden angeschaut und schon steht drunter, ihr habt es getötet und es wird alles schlecht. Das ist ja eigentlich was ich völlig verurteile, was mich so ein bisschen nervt und weil darunter ja auch einfach der Spaß leidet. Ja. Es soll ja darum gehen, gerade bei Nintendo, dass irgendwie Spaß kommuniziert wird und dass man Freude am Zocken hat. Deswegen bin ich kein Fan davon, aber ich muss halt auch sagen, dass ich jetzt so ein bisschen enttäuscht bin, weil es war jetzt gar keine Überraschung dabei, es war jetzt nichts dabei, wo ich sage, freue ich mich halt mega drauf, zumindest kein Spiel, das nicht schon im Vorfeld bekannt war. Dass Wol Yoshi natürlich der Hammer wird und bestimmt auch ein neues Fire Emblem für ein 3DS und auch Star Fox, obwohl es nicht so cool ausschaut, klar, keine Frage, aber es war jetzt einfach keine Überraschung dabei. Jetzt gerade sieht es ein bisschen besser aus, schau mal. Jetzt sieht es tatsächlich so ein bisschen besser aus, ja. Aber auch nicht viel. Nee, aber einen Tacken besser. Darum geht es ja eigentlich auch nicht bei Nintendo. Nee, also bei Nintendo ging es ja noch nie darum, dass die Spiele toll aussehen, denn sie Spaß machen, haben sie immer. Aber also gerade von Star Fox, wenn das so der Flagship-Titel für die nächsten Monate werden soll, der dann auch die Wii U-Abverkäufe ein bisschen ankurbelt und der auch beim Weihnachtsgeschäft dafür sorgen soll, dass sich das alles so ein bisschen gesundet in den Zahlen von Nintendo, zumindest außerhalb Japans, dafür ist das ein bisschen schwachfürchtig, weil ich bleibe dabei. Ich bin der Meinung, stünde da nicht Star Fox / Nintendo auf dem Cover, auf der Packung, würde das Ding, glaube ich, ganz schön hinten runterfallen. Also ich würde auch nicht sagen, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, Nintendo-Spiele müssen jetzt immer, waren jetzt nie diese Grafik-Bombast-Titel, aber die waren in sich stimmig und es passt unglaublich. Das finde ich jetzt zum Beispiel, sieht
relativ generische Auslegung. Ja. Gut, wie gesagt, mag sein, das ist bestimmt super spielbar, aber wie du schon sagst, ja, das Line-Up war halt jetzt so, das restliche Line-Up, ja, die einen Sachen hat man schon gekannt, also jetzt eben Xenoblade, dass das ja schon länger angekündigt war oder in Japan schon draußen. Das ist ja in Japan schon draußen, genau. Das war auch nur eine Randnotiz, also das finde ich dann auch wirklich fair, dass du das auch wirklich nicht groß ist, mit viel Bombast aufblasen, sondern es war eine Randnotiz, kommt jetzt hier irgendwie im Dezember auch im Westen, ist ja super. Und ich finde es auch grundsätzlich toll, was Nintendo macht, dass sie sich halt einfach treu bleiben. Sie kommen da halt einfach mit Puppen von Iwata-san, von Reggie und von Miyamoto und nehmen sie selbst nicht so ernst und das sollten sie auch nicht, weil genau damit heben sie sich ja einfach von dem ab, was zum Beispiel Microsoft oder EA oder Sony oder Ubisoft macht. Nur dann müssen sie einfach ein bisschen mehr delivern, weil total. Dafür war es, finde ich, ein bisschen zu wenig. Und ich finde es dann fast ein bisschen ärgerlich, eben zu sagen, man sieht vorher einen Link, man sieht noch irgendwie irgendwas mit Metroid-Schriftzug und es ist halt nur so ein kleines Zeug, um die Zeit zu überbrücken. Und da denken wir immer, Mann, das ist, verschwendet doch nicht die Zeit mit solchen Dingen, konzentriert euch dann lieber mal ein geiles neues Metroid zu machen oder so. Und ja, also ich fand es vom Line-Up her jetzt. Aber offensichtlich haben sie genügend Vertrauen in ihre Marken, um zu sagen, okay, wir können die Zeit bis zum nächsten großen Wii U Zelda eben dann hier mit diesem Triforce-Titel, mit diesem Multiplayer-Koop-Spiel überbrücken. Ja. Okay, und die hart eingesessenen Zelda-Fans, zu denen auch ich mich zähle, werden sich das Ding natürlich kaufen. Und wie gesagt, das wird auch bestimmt nicht schlecht sein, aber... Nein, das sagt ja auch gar keiner, aber trotzdem geht man so ein bisschen unbefriedigt jetzt aus diesem Digital-Event raus. Ja. Also ich zumindest. Ja. Ich fand es aber sehr interessant, wie sie zum 30. Geburtstag von Mario dieses Super Mario Maker so hochpushen, selber, künstlich mit diesem Musikvideo auf YouTube. Was ist immer mit diesem Super Mario Maker? Ich bin der Einzige, der das Spiel überhaupt interessant findet wahrscheinlich hier, aber... Ich finde es interessant, wie viel Vertrauen Nintendo in diese Marke hat. Und das ist ja das Interessante, weil das ist ja offensichtlich ein Spiel, das von dem Content lebt, das die User produzieren. Und das hat ja bei Minecraft schon fantastisch funktioniert. Ja. Und deswegen bin ich da gespannt, ob das tatsächlich mehr Potenzial hat, als wir jetzt sehen gerade. Aber das ist ich ja glaube ehrlich gesagt nicht dran, zumindest nicht außerhalb Japans. Ich meine, dass Nintendo groß ist, dass Mario groß ist, das steht ja außer Frage. Aber dass sich so ein Spiel wie Super Mario Maker dann tatsächlich auch im Westen durchsetzen kann und so groß wird, dass sich das dann für Nintendo auch rechnet und vielleicht ein nicht vorhandenes neues Zelda kompensieren kann, wage ich ehrlich gesagt ganz schön zu bezweifeln. Also ich weiß es nicht, ich denke, dass da halt einfach die Produktionskosten wahrscheinlich nicht so massiv waren, weil die geben dir ja nur die Assets und dann mach was draus quasi. Also innerhalb Japans wird das bestimmt wieder gut einspielen, aber... Wir wissen ja gar nicht, wie das überhaupt Geld einspielt, weil für mich sieht das aus wie ein Spiel, das eigentlich umsonst sein müsste oder ganz wenig kostet. Glaubst du? Sehr interessant finde ich aber, dass das ja eigentlich ein gefundenes Fressen für YouTuber ist und auch für Let's Player. Und das Verhältnis zwischen Let's Playern und Nintendo ist ja auch so ein bisschen angeschlagen, möchte ich behaupten. Naja. Also bin ich sehr gespannt, wie sich das in dem Zusammenhang dann entwickeln wird. Ja, das stimmt allerdings. Wir dürfen nicht den Anfang von Square Enix verpassen übrigens. Ich muss bloß jetzt... 2 Minuten. Ich muss schon mal aus. Hurry up. Curry up.